Folgen uns ins Loch, schnell! Was zum Teufel? Hören Sie auf, mein Grundstück so hässlich zu machen. Den das ist immerhin noch mein Grundstück hier. Es wird enteignet. Spinnen Sie? Das ist konfisziert. Ja! Scheiße, Mann. Guten Abend, Herr Max. Oh, wer ist da? Ganz in Schwarz heute? Ja, es ist leider ein dunkler Tag. Ich hab sogar die Banner für die Beerdigung gestellt. Oh, das ist aber sehr freundlich von Ihnen. Ach, richtig. Ja, richtig. Der Rogers ist vermisst. Immer noch. Mann. Ich hoffe, er taucht bald wieder auf. So, hier wären wir. Also da ist das Grab. Und dann zeichnen gleich die Trauerhalle. Ja, ich gehe nochmal durch die Stadt und guck mal, wir kommen da dazu. Wie sieht's eigentlich mit Wachvorkehrungen auf? Denn ich könnte wirklich denken, dass da irgendwelche Schlawiner ankommen und dann auch noch, keine Ahnung. Bei dieser Veranstaltung hoffe ich einfach mal, dass der Feind die Waffen ruhen lässt, weil es ja jetzt wirklich dass wir trauern können. Mein Name ist Star, ich weiß nicht, ob wir schon einander vorgestellt wurden. Ich denke, man hat sich bereits gesehen, aber vorgestellt wurde ich ihm, glaube ich, noch nicht. Ja. Herr Kane ist das. Ich weiß. Danke, Herr Jürgen. Gut gemacht. Guten Tag. Wissen Sie, was mit dem Herrn Rogers ist? Ich habe erst heute von Herr Houston erfahren, dass er verschwunden wäre. Genau, also er ist jetzt seit ein paar Tagen nicht mehr aufgetaucht, aber wir benötigen halt dringend eine handlungsfähige Regierung. Also die einzigen, die der Herr Rogers vor seinem Verschwinden benannt hat, in seiner Regierung zu arbeiten, sind Sie, der Herr Houston, der Herr Eax und meine Wenigkeit. Genau. Vorher Stars Haus ist ein Galgen mit seinem Namen drauf. An solch einem Tag wäre ich eine Unverschämtheit. Ja, war auch heute Morgen schon da. Ich habe sie ja gesucht. Ach, der stand da schon die ganze Zeit. Ach, das ist ein Galgen. Ich hatte es auch nicht sofort erkannt. Aber ach, ich dachte, ein Galgen. Er stirbt Herr Endersburg, denn verschwindet unser Bürgermeister auf mysteriöse Weise und jetzt wird Herr Star gedroht. Ich will ans Fenster. Also wenn Sie Taschentücher brauchen, sagen Sie Bescheid, ne? Ich hab ja. Mein Name ist Toby Star. Ich kannte Herr Endersburg vermutlich etwas besser als die meisten hier. Ich fragte ihn mal, haben Sie Angst vor der Zukunft? Er lachte nur und verneinte. Er freue sich auf die Zukunft und sehe mit Freude in diese. Denn der Fortschritt ist das, was ihn fasziniere. Zusammen mit Herr Miller lebte er seinen Traum. Den Traum einer besseren Zukunft für uns alle. Heute gedenken wir diesem Mann, dem viele von euch ihr Zuhause verdanken, mich eingeschlossen. Wir hören nun einen guten Freund von Herrn Endersburg, James Houston. Vielen Dank, Herr Stern. Liebe Freunde, Bekannte und Geschäftspartner von Herr von Endersburg. Wir haben uns heute hier versammelt, weil er als geliebter Mann leider von uns gegangen ist. Ein Mann, welcher seine vollkommene Zeit damit verbracht hat, Wohnhäuser für andere zu bauen und das ohne Materialien oder eine Entlohnung zu erhalten. Es gab leider einige in unserer Gemeinschaft, die nicht seiner Ansicht waren. Albert hat sich nicht runterkriegen lassen und repariert, was zerstört worden ist. Er war einer festen Überzeugung und ist dieser nachgegangen.
und dies kann ich sehr wertschätzen, weil viele in seiner Situation zurückgeschreckt werden. Mit Herrn Müller, welcher auch heute anwesend ist, hat er etwas Wahnsinniges geschaffen und dafür würdigen wir ihn heute. Feels like